Jetzt irgendwie das Stereo abgekackt, deswegen hört sich der Sound leicht komisch an. Ja, wir sind jetzt mit Luigi im dritten Abschnitt der ersten Welt. Das machen wir gleich nochmal, weil es so scheiße war. Und noch einmal. Das fängt ja schon prima an, dieser Part. Das können wir nochmal. Wow. Voll Angst vor dem Vogel auf seinem fliegenden Teppich. Stirb! Und jetzt fliegen. Wee-o. Ähnliches Prinzip wie bei Lakitos Wolke. In späteren Teilen von Super Mario Bros. Okay, komisch. Ich war gerade etwas überrascht. Ich lade nochmal neu, sorry. Leute, aber ja gut, ich werde auch etwas lauter kommentieren heute, weil ich wurde von Jesse 66 Dings da und anderen darauf hingewiesen, dass das schon hier sehr leise ist. Das habe ich auch nochmal nachgeguckt. Ja, meine Let's Play-Aufnahmen waren bisher wirklich etwas zu leise. Ich mache das mal diesmal etwas lauter. Hoffe ich. Und, ja gut, hier haben wir jetzt alles geholt in der komischen Welt. Normalerweise war da noch so ein versteckter Pilz. Na gut, erstmal in diesem Bottich hier, sag ich mal, gibt's ein 1 ab. Stellt euch vor. Ich habe nämlich das hier alles schon voraufgenommen und das war blöd. Ja. Ich musste einfach nochmal aufnehmen. Es war nötig. So. Meine Kirsche, was auch immer die bringt, habe ich jetzt auch. Ach ja, ich muss ja noch in den Raum hier. In den zweiten Topf. Ist ein scheiß Schlüssel und ich mach mal ein Safe State aus irgendwelchen Gründen. Ich will erstmal schnell hier wieder raus, weil jetzt ist das Vieh immer noch da, leider. Okay, jetzt mache ich auch noch mal ein Safe State. Was auch immer da jetzt einen Stern zu suchen hat, ich weiß es nicht. Warte mal, das machen wir gleich nochmal. Kein Kommentar. Meine Leistung ist hier gerade echt schlecht. Kann man sagen, was man will. Richtig schlecht. Schlechter kriegt man es nicht hin. Na, jetzt geht's doch. Ja. Auf Wiedersehen auf die andere Seite mit dir. Dich wollen wir hier nicht. Ja, toll, was soll ich denn machen? Verdammter Mist. Gibt's da nicht. Okay, Bomben werden dort drüben abgelegt. Und ja, solche Dinger hier auch. Wieso hat das nicht gewirkt? Ach, mir doch scheißegal, ey. Kein Kommentar nach wie vor. Haha. Irgendwie habe ich es dann nochmal hier durchgeschafft. Und diese beiden kleinen Viechis nerven mich doch schon extrem. Den musste ich jetzt mal ausweichen. Hier gibt's nur Scheißkraut und Rüben. Ist
schon etwas blöd. Und wir sind in einem weiteren Abschnitt von diesem Level-Abschnitt-Teil irgendwie. Und wieder bei Birdo. Birdo, du hässliches Vieh. So ein Dreck. Ich will nicht. Ich will gut gegen Birdo durchkommen. So läuft das nicht. Oh. Mist. Gut. So ein Dreck. Das war jetzt aber unfair. Das war jetzt aber sowas von unfair hier. Was war das gerade? Ehrlich mal hier. Gibt's ja nicht. Aber ich habe 3 Münzen. Diesmal werde ich es mit Selbstdates angeben, weil ich habe... Na, ich habe genügend Leben trotzdem. Ich cheate mal etwas. Irgendwann muss ich... Ja! Boah, übelst! Ich bin hart! Ja! Voll cheatig hier! Boah! Bin ich cool oder nicht? Na gut, mal ehrlich, noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Boah, hart. Krass. Ich bin voll gut. Nein, nicht nochmal. Nicht nochmal. Ich will nicht schon wieder dieses Scheißteil. Okay, das Stern ist gut. Okay. Ja, boah, 8 Leben, cool. Okay, das war jetzt nur mal fürs Amüsieren. So, da. Gewesen. Ich finde ja immer noch das Stereo-Zeug spackt hier voll ab. Ich weiß nicht, was mit dem einen Lautsprecher kaputt ist. Irgendwie hat er manchmal einen Wackelkontakt. Naja, er ist ja auch schon alt genug. Der Lautsprecher. Der gute Lautsprecher. Hahaha. Boah, hier voll abräumen. Hä? Nein, ich wollte doch nicht auf das Ladezeichen-Symbol kommen. So ein Müll aber auch, ey. Jetzt wollte ich aufs Laden kommen. Laden? Was mache ich denn hier überhaupt für ein Kack? Was für eine Kacke, da meine ich. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht hier.
gibt's nicht. Wieso sterbe ich die ganze Zeit? Nur okay, das war jetzt blöd. Das ist alles blöd hier. Wieso kann man nicht von unten da dran? Das ist unfair. Ich schlage vor, ich gehe einfach nochmal ganz am Anfang hiervon zurück. Dazu benutze ich nicht den Quick Freeze. Ich bin ein Trottel. Ich weiß, ich bin ein Trottel. Daran lässt sich leider nichts ändern. Sorry. Aber es ist so. Und es bleibt so, verdammt nochmal. Wie lange kann ich leider nicht sagen. So, wieder hier der Safe State. Ich verwechsel viel zu oft die Safe State-Tasten. Das nervt ziemlich. So, wieder hier, bei der Stelle. Die ist aber auch doof. Nein. Endlich geschafft. Speichern. Und jetzt will ich verdammt nochmal hier überall alles Mögliche rausfischen. Das Boden. Und dann hier das dann noch. Und bling. Boah, 100%. Das hat sich da jetzt mal gelohnt. Und das da lohnt sich nicht. Hingegen das hier ist eine Stoppuhr. Die lohnt sich schon. Aber die kommt sowieso immer beim letzten. Wo bin ich jetzt hier? Das hat mich leicht irritiert. Ich brauche doch keine Stoppuhr für den Mist. Jetzt mal echt hier. Es ist viel zu einfach, dass man... Was war das? Wie kann man nur gegen einen Shy Guy verlieren? Das gibt's nicht. Ich meine, der heißt ja schon scheuer Typ oder so. Von daher, ich speichere erstmal. Mir ist man sich nie, kann man sich nie sicher genug sein, was hier so passiert. Glaube ich. Ja. Stirb. So. Naja, aber ansonsten klappt das hier ja auch ganz gut schon. Was sind das? Viecher, die unbedingt mich töten wollen und keine Gnade kennen. Was sind das für welche? Ich speichere mal. Kann ich eigentlich auf den stehen bleiben und die dann nehmen und dann auf die anderen schmeißen und dann den hochnehmen und auf die anderen schmeißen und dann da rein? Ja, diese Castle, ich denke, die zeige ich euch im nächsten Part. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Lorna Zeit, Zorro.